Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Wie man sehen kann, handelt es sich um Black Mesa, die Neuauflage quasi vom klassischen Half-Life mit der Half-Life 2 Source Engine. Ich würde sagen, alle wissen, es kommt diese große Zugfahrt auf uns zu. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach direkt mal los. So. Ja, die Zugfahrt wird wohl jeder kennen. Ich denke mal, das ist die bekannteste, berühmteste, gehassteste Zugfahrt, Computerzugfahrt, die es überhaupt gibt. Sie ist einfach lang, aber so sieht man auf jeden Fall alle Leute, die an diesem großartigen Spiel mitgewirkt haben. Ich habe es nur mal kurz angespielt, um es mir anzuschauen, ob es funktioniert, so wie ich es mir denke. Sah gut aus. Half-Life habe ich natürlich damals gespielt, durchgespielt, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und ja, großartiges Spiel, deswegen hoffe ich, dass das mit dieser grafischen Überarbeitung mindestens genauso toll wird. Was ich aber bis jetzt gesehen habe, ist schon sehr, sehr gut. Ja, wunderbar. Da sind wir, da geht's los. Diese riesige Gondel hier. Und wir können uns lustig umschauen. Ich weiß nicht, ob es tolle Sachen gibt, auf die man achten könnte, sollte. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen, wo die nette junge Dame hier einfach zwischenquasselt. Security, ja, toll. Also wie gesagt, wir fahren jetzt hier einfach, gucken uns ein bisschen um, panisch, schnell, und während diese Fahrt und mein dusseliges Gelaber an dieser Stelle nicht interessiert, also mein dusseliges Gelaber generell nicht interessieren, wäre schlecht bei einem Let's Play von mir. Obwohl, man kann es bestimmt auch ohne Ton gucken. Ich meine, Leute failen sieht man ja gerne. Der kann ja einfach das Ganze überspringen. Lade Daten, sehr schön. So mag ich das. Wie gesagt, wer das Gequassel und die Zugfahrt nicht mag, kann es gerne überspringen. Ich denke, ich werde die Zugfahrt in einen Part packen und dann einfach ab Ankunft einen neuen Part, das dann auch direkt hintereinander hochladen. Von daher, wer sich das nicht anhören möchte, kann es gerne dann weglassen. Ich will ja keinem mein Quassel aufzwingen. Was könnte man sagen? Ja, wenn ich Black Mesa durchhabe, werde ich wahrscheinlich das ganz normale Half-Life noch spielen müssen, weil Black Mesa ist, glaube ich, nicht bis komplett zum Ende. Soll, soweit ich gehört habe, noch folgen. Aber wenn es, bis ich an der Stelle bin, nicht da ist, werde ich es dann halt mit dem klassischen Half-Life machen. Und das dann einfach da weiterspielen, weil ich danach gerne dann auch vielleicht Half-Life 2 machen würde. Episode 1 würde ich auch noch machen. Das habe ich nämlich auch noch rumliegen, wenn ich es richtig sehe. Ja, Episode 1 habe ich auch. Was danach kommt, habe ich dann leider nicht mehr, aber naja, es gibt ja vielleicht so die ein oder andere Möglichkeit, das noch zu bekommen. Man hat ja so seine Quellen. Und dann würde ich das natürlich auch noch spielen. Ja. Abwärts geht es. Sehr schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es bisher aussieht, also es gefällt mir ziemlich gut. Das alte Half-Life, also damals war es ziemlich
geil, fand ich zumindest. Also es hat tierisch Laune gemacht. Aber wenn man es heute spielt, ist eigentlich schon Augenkrebs vorprogrammiert. Deswegen ist das schon ziemlich gut, dass das einmal überarbeitet wurde. Ich meine, Half-Life Source gab es ja auch, aber da hat sich jetzt, so wie ich das gesehen habe, nicht allzu viel getan. Also es ist schöne Physik-Engine, die Source-Engine da quasi, aber von den Grafiken her ist es immer noch recht einfach und ja, eckig, kantig, ja, wie es halt damals war. Von daher ist es schon gut, dass es überarbeitet wurde. Und ich meine, selbst wenn man hier nur mit dem Zug langfährt, wenn man sich umguckt, man sieht schon schöne Sachen. Es sieht einfach schick aus. Ja. Gott, was soll man bei dieser tollen Fahrt noch sagen? In Event of Fire, use Hammer to break glass, ja. Ich könnte es an dieser Stelle erwähnen, dass ich selber mal so einen Hammer hatte. Weiß nicht, ob es irgendwen überhaupt interessiert, ob es wichtig ist. Ich hatte mal so einen Hammer. Allerdings nicht aus einem Bus oder ähnlichem entwendet, sondern wirklich gefunden, auch wenn es komisch klingt. Und ich finde es cool, wie die Türen aufgehen. Ich finde, das sieht irgendwie voll schick aus jetzt. Das hat was. Also, als ich das jetzt angespielt habe, bis wohin habe ich es gespielt? Ich glaube, kurz nach dem Zwischenfall eben. Ich fand es ziemlich schick. Das hat Laune gemacht und ich fand es, ja, ich weiß nicht, irgendwie stimmungsvoller als das Original. Weil diese neuen Zombies, also die überarbeiteten Zombies, sind schon ziemlich cool. Und auch ein bisschen gruselig. Ich meine, ich bin ja generell so ein kleiner Schisser, was Computerspiele angeht. Von daher, ja, es passt, denke ich mal. Ich werde wahrscheinlich keinen Totalabsturz kriegen. Nervlich, hoffe ich. Du machst die Ladüchte da an, sehr gut. Oh, da, jetzt zu uns. Wir sind Gordon Freeman, männlich, 27 Jahre. Wichtig zu wissen. Wir haben den PhD mit theoretische Physik gemacht. Das ist irgendein Doktor. Keine Ahnung, wofür die Abkürzungen jetzt genau stehen. Wir sind auf jeden Fall Forschungsassistent. Und das finde ich ist immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, was wir eigentlich sind bei dem, was später noch abgeht. Wir arbeiten im Labor für anomale Materie. Auch das ist nicht unbedingt, ja, wie will ich sagen, Sicherheitsstufe Level 3. Nein, das wollte ich nicht sagen. Es ist nicht unbedingt, ja, es erklärt auf jeden Fall nicht unsere Skills mit der Brechstange. Verwaltungskontakt geheim, ja. Wir haben Skills mit der Brechstange, mit jeder Art von Waffe, Granate, Alien. Katastrophenmeldepriorität. Nach eigenem Ermessen. Tja. Das Ding haben sie cool gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwie nicht so spektakulär aussah. Schick. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, also für einen theoretischen Physiker, also für so einen Forschungsassistenten, wie gut der mit den Waffen umgehen kann, das ist schon lustig, auf jeden Fall. Aber naja, es tut ja nichts zur Sache. Wow. Auf jeden Fall finde ich das cool, wenn sich dieses Teil vorwärts bewegt und man springt, dann wird man einfach so nach vorne bzw. hinten, also physikalisch korrekt bewegt. Finde ich schön, ja, es gefällt mir. Ich hoffe nur, dass wir bald da sind, weil, ja, wie gesagt, das ist einfach eine verdammt lange Zugfahrt. Sie ist verdammt langweilig, weil der G-Man... Da hinten ist er! Der G-Man! Ja, okay, zum G-Man muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich nicht so viel sagen. Oh mein Gott, lasst ihn rein! Panik! Tja, sowas passiert, wenn man
nicht Gordon Freeman ist. Ich meine, uns passiert sowas niemals. Und da sind wir. So, dann würde ich sagen, endet hier der erste Part. Und an der gleichen Stelle geht es mit dem nächsten weiter.